Ja, wir kommen heute zu Skyrim. Was war das? Geht direkt richtig gut los. Wir machen heute die Questreihe mit den Vampiren weiter, beziehungsweise wir machen heute die... Was ist halt von uns? Wer ist nicht von uns? Ich steck mal die Waffe weg, nicht, dass ich dann nachher jemanden treffe, der doch von uns ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Theater gleich geben wird, weil wir ein Werwolf sind. Ich hoffe nicht. Eigentlich wollte ich die Hauptquest machen, aber ich habe mir gedacht, die machen wir als letztes. Wir werden jetzt erstmal hier die Mission machen. So, mein Freund. Seht euch das an. Ich hätte wissen müssen, dass es nur... Boah, mal was anderes. Warum bist du so dunkel? Warum ist der so dunkel? Okay, dann könnte es vielleicht dann irgendwas anderes liegen, wahrscheinlich, weil es gerade dunkel wird. Bevor sie uns finden würden. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik... Natürlich. Warum habe ich etwas anderes angenommen? Na gut, sagt mir, was ihr wisst. Eine Frau, da drinnen gefangen. Das ergibt keinen Sinn. Wer ist sie? Und viel wichtiger, wo ist sie? Und so habt ihr sie ihnen zurückgebracht. Sie was? Und ihr habt sie nicht dran gehindert. Ihr habt die Schriftrolle nicht an euch genommen. Ihr könnt wohl von Glück sagen, dass ihr nicht tot seid. Oder noch schlimmer, einer von ihnen. Bei den Göttlichen. Schlimmer kann es kaum noch kommen. Das ist mehr, als wir beide bewältigen können. Natürlich müssen wir das. Ich bin vielleicht alt, aber nicht dumm. Wir werden einfach etwas Unterstützung brauchen. Wenn sie dreist genug sind, uns hier anzugreifen, könnte das eine größere Sache sein, als ich dachte. Mit mir kämpfen gute Männer, aber... Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet. Wir werden ihr Geschick und ihr Talent brauchen, wenn wir das hier überleben wollen. Wenn ihr es schafft, sie aufzuspüren, haben wir vielleicht eine Chance. Ihr kommt schnell zum Punkt. Das gefällt mir. Ihr seid anders als diese Idioten vom Orden. Wir sollten es nicht übertreiben. Wenn wir zu viele sind, ziehen wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf uns. Wir sollten Sorine Jurat mitnehmen. Bretone, hochintelligent und eine gute Bastlerin, von den Dwemern ganz besessen, besonders von deren Waffen. Sie war draußen in Reach unterwegs, war sich sicher, dass sie die größte Zwergenruine aller Zeiten finden würde. Vielleicht braucht es ein wenig Überredungskunst, aber ich denke schon. Ihr solltet außerdem Gunmar finden, ein wahrer Bär von einem Nord. Er hasst Vampire, fast so sehr wie ich. Vor ein paar Jahren hat er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Erfahrung mit Tieren uns helfen würde. Ganz besonders mit Trollen. Zuletzt habe ich gehört, dass er Himmelsrand auf der Suche nach weiteren Bestien durchkämmt. Bring die beiden hierher zurück, dann können wir gemeinsam einen Plan schmieden. Gut. Ich habe vorhin noch gegessen, ne? Und jetzt ist das alles schon wieder so weit weg. So, dann schauen wir mal, wo sind denn die beiden hier? Neue Ordnung. Der Gunnar, der ist gar nicht so weit weg. Da müsste man eigentlich relativ fix hinkommen, wenn er sich nicht bewegt. Die andere allerdings, das ist schon eine ganze Ecke weiter. Ich würde sagen, wir holen uns erst den Gunnar und dann werden wir versuchen, die andere zu bekommen. Ich überlege gerade, was ist die schnellste Möglichkeit, von dort aus hinzukommen. Ich würde schon fast sagen, dass wir von Makars aus rüberreiten, dass das am schnellsten geht, weil ich glaube, Einsamkeit könnte etwas länger dauern. Obwohl es auch vielleicht 50-50 ist. Schwierig. Müssen wir gucken. Auch hier nochmal die Info. Alles, was jetzt nicht interessant ist in dieser Aufnahme, weil auf Twitch kann ich das jetzt nicht überspringen.
Beziehungsweise ihr könnt es nachher in der Wiederholung wieder überspringen. Aber wenn das nicht das jetzt hier mache, kann ich es nicht überspringen. Das heißt, dieser Weg, wenn in der Zeit nichts passieren sollte, was ich sagen würde, ist interessant. Nichts im Chat passieren sollte, weil ich sagen würde, das ist vielleicht wichtig, dass man das auch mitbekommt, schneide ich das Ganze raus. Das heißt, ihr bekommt Skyrim wieder als gecuttete Folge. Weil es macht keinen Sinn, dann das laufen zu lassen und es passiert halt in der Zeit nichts. Achso, wollte schon sagen, was sind das jetzt für Typen, die jetzt irgendwelche Waffen ziehen? Wann muss ich den jetzt noch darüber? Warte, nee, der müsste hier sein. Achso, wir sind da. Sehr schön. Übrigens, mein Pferd hat ein paar Pfeile im Knie. Aber bevor ihr euch das lootet. Glaube ich mir das jetzt. Die nehme ich als erstes gesehen. Du der Gunnar? Ihr da! Bleib stehen! Ich habe diesen Bären jetzt schon 2 Wochen lang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Iswan? Er und Hilfe? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Er ist leider ein paar Jahre zu spät dran. Er bedeutet mir nichts mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Das hat er mir selbst versichert. Wobei sollte er schon Hilfe brauchen? Vampire. Das könnte die Lage ändern. Erzählt mir ausführlich, was los ist. Bei den 8. Nun hör zu. Ich denke darüber nach. Aber ich kann diesen Bären nicht noch mehr Unschuldige töten lassen. Wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Och Junge, einfach einen Bären zu besiegen ist doch Kinderkram. Wir haben gerade ganz viele besiegt. Jetzt kommt's, das ist doch so ein Elite-Bär. Weißt du, 50 Level stärker als du, mit einem Hieb killt er dich dann instant. Los, Frosty, mach ihn alle! 10 Gold auf Frosty! Gib ihm! Guck mal, Frosty, gib ihm! Genau, er ist nochmal direkt einer auf die 12. Und direkt hinterher. Bam! Lass ihn nicht weglaufen! Frosty gewinnt, sag ich doch. Ich finde das Elementar-Ding so geil. Oh, ein Trank. Ja, so, was haben wir denn hier sonst noch? Ein Bogen. Bogen der Jagd. Nimm das einfach mal mit, falls wir das irgendwann mal brauchen sollen oder so. Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Ich danke euch. Ihr habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Natürlich. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Seine eigene kleine Festung. Tja. Jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen uns dort. So, dann nächste hinterher. Wie gesagt, da können wir eigentlich auch von Windhelm aus. Wo gehen wir zurück nach Riften? Ich muss mal gucken, was schneller ist. Marschiert weiter. Ach, boah, ich habe mal gar keinen Bock. Geht weiter. Also warum existieren die überhaupt noch? Müssten die nicht alle tot sein? Speicher mal, wollte uns die gleich angreifen. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Irgendwo hier müsste die doch sein, dann. Ah, das ist noch eine ganze Ecke.
Ja, willst du ein Rennwagen, Ziegchen? Warum läufst du so komisch? Mensch. Dass die gefangen ist? Nee, doch nicht, die steht da. Okay. Was? Ihr habt nicht zufällig einen Sack mit Wemerkreiseln drin gesehen? Ich könnte schwören, ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Hab neulich erst eine gesehen. Würd mich nicht wundern, wenn sie mir gefolgt wäre. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Isran? Will mich? Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Vampire? Wirklich? Oh, und ich vermute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von 3 möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Ich... Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit anstellen wollen, aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. In Ordnung, wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Na schön. Aber ich kann meine Arbeit hier nicht einfach so vergessen. Da sind ein paar sehr interessante Geräte dabei. Und wo genau soll ich hingehen? Ah, er hat seinen geheimen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Bin neugierig, was er draus gemacht hat. Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Auf Wiedersehen. Ja, ein bisschen was hat er ja gemacht in der Zwischenzeit, ne? Aber wer bist du denn überhaupt hier? Jetzt, da die Dämmerwacht wieder erstarkt ist, geht es mit dem Schreckensreich der Vampire zu Ende. Abwarten. Oh, das Internet ist heute zum Kotzen, ey. Also gut, Isran. Ihr habt uns alle hier versammelt. Was wollt ihr von uns? Halt! Stehen bleiben! Was macht ihr denn da? Ich möchte sicher gehen, dass ihr keine Vampire seid. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Willkommen auf Festung Dämmerwacht. Ihr habt sicherlich schon gehört, womit wir es zu tun haben. Mächtige Vampire. Mächtige... als alles, was wir kennen. Und sie haben eine Schriftrolle der Alten. Wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt, dann sind wir das.
Das ist ja alles schön und gut, aber wissen wir denn irgendwas über das, was sie tun? Was machen wir denn jetzt? Dazu kommen wir noch. Jetzt macht euch erst einmal mit dem Lager vertraut. Sorine, für euch gibt es Platz, um an der neuen Armbrust zu arbeiten, die ihr bereits entworfen habt. Gunmar, ihr kümmert euch um die Trolle, legt ihnen Rüstungen an und macht sie einsatzbereit. In der Zwischenzeit werden wir herausfinden, warum ein Vampir hier aufgetaucht ist und nach euch gesucht hat. Wir werden uns jetzt ein wenig mit ihr unterhalten. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, wenn ihr wisst, dass wir ein Werwolf sind, würde ich mal gerne wissen, wie er darauf reagiert. Wie komme ich jetzt zu dem hoch? Ach, da ist die Treppe. Ich hoffe, ich bin richtig. Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Dieser Vampir ist während eurer Abwesenheit aufgetaucht. Ich vermute mal, dass es die ist, die ihr in der Trübhöhlengruft gefunden habt. Sie sagt, dass sie etwas sehr Wichtiges mitzuteilen hat. Na, dann lasst mal hören. Ihr habt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, mich noch einmal zu sehen. Ich wäre auch lieber woanders, aber ich muss mit euch sprechen. Es ist wichtig, also hört einfach zu, bevor euer Freund hier seine Geduld verliert. Es geht um mich. Und um die Schriftrolle der Alten, die mit mir begraben wurde. Die Prophezeiung ist der Grund, warum ich da unten war und warum ich die Schriftrolle der Alten hatte. Es liegt alles an meinem Vater. Ich denke, dass ihr da auch schon drauf gekommen seid, aber mein Vater hat nicht gerade ein gutes Wesen. Nicht einmal für einen Vampir. Er war aber nicht immer so. Es gab eine Wende. Er stolperte über diese obskure Prophezeiung und verlor sich selbst irgendwie darin. Er vertiefte sich immer mehr, wurde ganz besessen davon. Es war irgendwie schon krankhaft. Die Prophezeiung sagte, dass die Vampire nicht länger die Sonne fürchten müssten. Für jemanden, der sich als königlicher Vampir betrachtet, ist das natürlich ziemlich verlockend. Jedenfalls wollten meine Mutter und ich keinen Krieg für ganz Tamriel provozieren und deshalb versuchten wir, ihn aufzuhalten. Aus diesem Grund wurde ich mit der Schriftrolle zusammen weggeschlossen. Tut mir leid, aber ich habe gehört, dass Vampirjäger hier wären. Ich dachte, dass sie sich dafür interessieren würden, dass die Vampire sich verschworen haben, den Rest der Welt zu versklaven. Habe ich mich geirrt? Nun, dann lasst uns gehen. Wenn ich eines bin, dann überzeugend. Nun gut. Ihr habt gehört, was sie zu sagen hat. Nun sagt mir einen Grund, warum ich dieser blutsaugende Bestie nicht auf der Stelle töten sollte. Warum? Wegen dieser Geschichte über die Prophezeiung, dass ein Vampir versucht, die Sonne zum Erlöschen zu bringen? Glaubt ihr wirklich daran? Wer weiß, vielleicht ist sie lebensmüde. Vielleicht ist sie nur verrückt. Das ist mir wirklich egal. Sie darf fürs Erste hier bleiben. Aber wenn sie hier jemanden auch nur ein Haar krümmt, werde ich euch dafür verantwortlich machen. Verstanden? Hört ihr mich? Fühlt euch nicht wie ein Gast, denn das seid ihr nicht. Ihr seid Mittel zum Zweck. In der Zwischenzeit bringt mich nicht dazu, meine Toleranz und Großzügigkeit zu bereuen. Ich danke euch für eure Güte. Ich werde es nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal hungrig bin.
Ach, für den Fall, dass ihr das riesige Ding auf meinem Rücken nicht bemerkt habt, ich habe die Schriftrolle der Alten bei mir. Was auch immer da drin stehen mag, es wird etwas sein, das uns helfen kann, meinen Vater zu vernichten. Aber natürlich kann es keiner von uns lesen. Nun, die Mottenpriester sind die einzigen, von denen ich gehört habe, dass sie es können. Sie müssen sich aber über Jahre vorbereiten, bevor sie mit dem Lesen beginnen. Das nützt uns sowieso nur wenig, weil sie einen halben Kontinent weit weg sind. In Cirodiil. Vor ein paar Tagen kam ein kaiserlicher Gelehrter nach Himmelsrand. Ich untersuchte gerade die Straße, als ich ihn vorbeikommen sah. Vielleicht ist das ja euer Mottenpriester. Wisst ihr, wo er sich jetzt aufhält? Nein, ich werde auch keine Männer für eine Suche verschwenden. Wir führen einen Krieg gegen eure Art. Und ich gedenke, ihn zu gewinnen. Wenn ihr ihn finden wollt, redet mit allen, die mit Reisenden in Kontakt kommen. Gastwirte und Kutscher in den großen Städten. Aber ihr seid auf euch allein gestellt. Wisst ihr, wie ihr einen Mottenpriester finden wollt? Himmelsrand ist ziemlich groß. Nun, bevor ich... Ihr wisst schon. Die Akademie von Winterfeste wäre immer der erste Ort, den ich wegen einer magischen oder historischen Sache aufsuchen würde. Die Magier wissen über viele Dinge Bescheid, über die Menschen vermutlich nichts wissen sollten. Ich würde mitkommen, aber ich weiß nicht, ob ich eurem Freund trauen kann. Lasst es mich wissen, falls ich mitkommen soll. Ich gebe euch Deckung. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Habt ihr nach mir gesucht? Natürlich. Gehen wir. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Ihr gehört mir. So, nun aus! Ey, das ist ziemlich fies, hier mit Blitzen zu werfen. Ja! Ja!
Nun aus! Ich werde euch mit Freude bieten. Mehr habt ihr nicht drauf. Mal kurz was gucken. Oh, stimmt, wir müssen mal. Ich muss mit Logo fragen, ob man neue Bilder machen kann. Ich habe gar keinen Twitter mehr. Schöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Eine Spinne. Soll ich euch mitnehmen? Das ist einer dieser kaiserlichen Gelehrten, oder? Ein alter Mann mit einer grauen Robe? Könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier draußen schon genug Sorgen, mir meinen Lebensunterhalt zu sichern. Wenn ich es mir recht überlege, doch, ich habe euren Priester gesehen. Er wollte mich anheuern, um ihn nach Drachenbrügge zu bringen, aber ich sagte ihm, dass ich dort nicht anhalte. Ab nach Einsamkeit, das geht schneller. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürst. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Hü. In den Ställen etwas zu tun? Ja, ich suche ein Pferd, aber meins ist ja nicht da.
Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne betreiben werde. Wer sich an die Gesetze hält, wird in Drachenbrücke keine Probleme bekommen. Ich heiße, ihr seid irgendwie... Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr... uns noch etwas braucht. Wer sich an die Gesetze hält, wird in Drachenbrücke keine Probleme. Achtet darauf, Tassius nicht in die Quere zu kommen. Er hat hier das Sagen. Ist mir egal, ob er das Sagen hat. Leute, die hart arbeiten. Nein, das glaube ich nicht. Sie heißt Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Also gut. Bürger? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr im falschen Gebäude seid. Ich werde dafür sorgen, dass der Kaiser selbst... Ich werde dafür sorgen, dass der Kaiser selbst von euren Taten hört. Ihr habt Himmelsrand zu einem besseren... Ja, es bringt mir aber trotzdem alles nicht weiter. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Ja, es nimmt man auch Haare. Ach, das war also ein Mottenpriester. Er fuhr vor kurzem mit einer Soldateneskorte durch die Stadt. Sie hielten aber nicht an, sondern fuhren nach Süden über die Drachenbrücke. Mhm. Oh, guck mal, es ist ja gar nicht so weit weg.
Ist da jemand? Ja, ich mag solche Dinger nicht. Nun aus! Weiß es mir, das werdet ihr büßen! Ich kann euch nicht besiegen! Hä, wer ist denn hier der andere, der auf mich schießt hier? Ja, also die war wird wieder zurück verwandeln. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich warte mal im Moment. Weißt du was, ich mach das anders, das dauert mir zu lange. Ich habe ja vorher, glaube ich, gespeichert, ne? Sonst warte ich jetzt hier 3-4 Minuten und das dauert mir dann doch zu lange. Nein! Ah, ich hab vergessen, die Taste umzulegen. Ach, ich hab heute keinen Bock. Macht gerade schon Spaß. Hab ich dich denn hier? Schön, dass ich diesen Malkus im Visier habe, aber nicht, Oh, mal im Schnellhallen hier. Der macht ja gut Damage mit seinem Angriff hier. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird Richtig. Euch eine Lehre sein. Spukende Geister beschwören, nett.
Ach, kann ich schon. Wie kriege ich jetzt dieses Ding deaktiviert hier? Ach, da oben ist irgendwas. Gegen was kämpft ihr denn jetzt hier? Aufhören! Ich füge mich! Ach, er hat angegriffen. Ihr habt nicht gegen mich gekämpft. Ich konnte alles mit meinen eigenen Augen sehen, aber ich war nicht Herr meiner selbst. Vielen Dank, dass ihr den Bann des elenden Vampirs gebrochen habt. Den Göttlichen sei Dank für euer Eingreifen. Weniger als ich gehofft hätte. Selbst nach Jahrzehnten meines Lebens, die ich dem Studium der Schriftrollen der Alten gewidmet habe, sind sie für mich immer noch ein großes Geheimnis. Das trifft auch auf die meisten Brüder meines Ordens zu. Wir kennen weder die Herkunft noch den Verfasser der Schriftrollen. Wir wissen jedoch, dass manche von Geburt an die seltene Gabe besitzen, die Schriftrollen der Alten lesen zu können. Diese wenigen Auserwählten können Ereignisse aus Vergangenheit und Zukunft aus den Schriftrollen herauslesen. Doch im Laufe der Zeit erblinden sie daran. Ich fürchte, das ist alles, was ich euch erzählen kann. Bis zum heutigen Tag bleiben die Schriftrollen der Alten ein großes Rätsel. Es geht mir gut, dank euch. Ich heiße Dexion Evicus und bin ein Mottenpriester des Weißgoldturms. Diese Vampire behaupteten, ich könnte ihnen nützlich sein, aber mehr sagten sie nicht. Vermutlich hoffen die Dummköpfe auf ein Lösegeld. Tatsächlich? Nun gut, genug Geheimnisse. Nun, ihr habt mich vor diesen Vampiren gerettet. Da ist es wohl das Mindeste, dass ich euch anhöre. Nun gut, ich werde mich beeilen, bevor noch mehr dieser Vampire auftauchen. Yeah, wieder zurücklaufen, aber es ist ja diesmal nicht ganz so weit weg. Wir sind ja in der Nähe von Einsamkeit, deswegen geht das eigentlich. Dann braucht man nicht allzu lange. Ich muss jetzt gucken, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So, lass mal kurz schauen, wo sind wir jetzt als nächstes? Ja, wir gehen nach Einsamkeit rüber und dann rüber nach Rift, und das geht schneller. Lass mal kurz gucken, gibt es da irgendwie eine Abkürzung, wenn ich direkt geradeaus hochlaufe? Müsste eigentlich nur weiter nach da, dann müsste das eigentlich gehen. Wer bist du? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde. Ach, der hat das komische Koma. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Nee, lass mal. Kein Interesse. Oh, was habe ich denn da gefunden? Du denn? Eins der Wildpferde wahrscheinlich. Bleib hier, ich will dich zähmen.
Verbuckeln, solange sie nicht gezähmt sind. Bleib aufgesetzt, bis sie dich fügen. Wenn du abgeworfen wirst, versuche es dann neu, nachdem... ich gucke gleich Sekunde. Nach dem Zählen kannst du das Pferd satteln und ihm einen beliebigen Stall einen neuen Namen geben. Beim Wechseln von Pferden kehrt das gezähmte Pferd zu den Ort zurück, in dem du sie gefunden hast. Hi Petra! Das ist doch dämlich, wenn ich dann ein Pferd habe, dass nicht dann wieder was wieder verschwindet. Weil unsere Pferde hauen irgendwie gefühlt andauernd ab. Unser Dampfpferd ist ja auch weg momentan. Mal kurz gucken, wir müssen links weiter rüber. Cool, abgeschossen. Jetzt kommen wir aber nicht hier durch, weil wir hier durchs Wasser müssten, ne? Obwohl, warte mal, ich sehe gerade, ich könnte da rüber. Immer dadurch. Hast du gestern doch gestreamt, wa? Ich bin gestern auf der Arbeit, klingelt mein Handy so, Petra ist jetzt live. Denke mir so, was? Ich bin noch am Arbeiten, ich kann nicht reingucken. Das ist Mobbing. Wir machen momentan die Questreihe von dem DLC, also quasi mit den Vampiren und sowas. Aber das Problem ist aber, dass momentan unser Pferd abgehauen ist, was ich normalerweise habe. Und ja, da laufen wir deswegen momentan zu Fuß durch die Gegend. Das ist ein bisschen doof aktuell. Deswegen, achte mal, ich könnte doch gucken, ob ich für dich eine Rüstung bekomme. Aber wenn du so wieder abhaust, lohnt sich das eh nicht. Das ist ein bisschen dumm gelöst irgendwie. Na, wenn die schnell reisen können, muss ich halt alles so machen. So, ich kann euch zu. Wohin soll's gehen? Wir wollen nach Rifton. Ach, da müssen. Nein, nein, hinein, nein! Dann sind wir weg. Meine Kutsche ist die. Wohin soll's gehen? Ich will nach Rifton, nicht nach Weißlauf. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Wie geht's denn so? Hab ich schon gefragt? Ich weiß gar nicht. Alter, ich wollte doch nicht nach Weißlauf. Du Vollhonk. Ach guck mal, mein Pferd ist wieder da. Ich wollte doch nach Rifton. Soll ich euch mit... Wohin soll's gehen? Ich muss sogar noch doppelt zahlen hier. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Was für eine wundersame Stadt. Wenn ich in Rifton bin, offen, muss ich mir auf jeden Fall einen Schwarzdorn-Met gönnen. Allein dafür lohnt sich schon. Also Met hätte ich jetzt auch Bock drauf. So, jetzt muss ich aber erstmal essen und schlafen. Das gezähmte Pferd, was wir vorhin hatten, ist wieder weg. Sache, das lohnt sich halt nicht. Das ist so doof einfach. Aber jetzt ist das abgeschlossen, von daher. Kann es uns ja egal sein. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde... Ja, ich glaube, die... Ja, ich will aber nicht mit dir reden. Ja, ich weiß. Wenn ihr Münzen dabei habt, dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ich muss aber vorher eben schlafen. Ja. Ich muss zur Arbeit, in die Schwarzdornbrauerei. Bin morgen früh. Was braucht ihr? Gar nichts, raus aus meiner Wohnung hier. Hab hier! Meine Bude! Jetzt sind wir wieder auch komplett voll. Ja.
So, sag mir jetzt nicht, jetzt ist mein Pferd schon wieder weg. Wollte schon sagen. Okay, da ist schon wieder ein neues Pferd gekommen. Ist irgendjemand angegriffen worden oder so? Nö. Das mit den Pferden ist auch immer so eine schwierige Sache. So, jetzt müssen wir erst wieder hier hinten rüber. Also ein bisschen langwierig, wenn man nicht schnell reisen kann. Falsche Richtung. Oh, die Timor. Doch jetzt hier irgendwo gewesen sein, ne? Da ist es doch. Kann ich mit dem Pferd da durch? Ich glaube nicht, ne? Dann lasse ich dich mal hier stehen. Steig vom Pferd, bevor du durch die Tür gehst. Welche Tür? Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Questreihe von dem war. Ich glaube, das ging eine ganze Weile, glaube ich. Da habt ihr Säcke vor der Tür, oder? Ach nee, ist ja gar keine Tür. Wer bist du? Ja, bitte. Als ob diese Barrikaden irgendjemand aufhalten würden, ne? Bitte? Da ist schon eine Menge dazugekommen an Leuten, ne? Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. Um die Schriftrolle zu lesen. Ja, sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Was kann ich für euch tun? Ah, mein Retter. Schön, euch wiederzusehen. Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Und wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr.
Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Kommt, alter Mann. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Es ist keine Frage des Vertrauens. Er ist einfach nur von der Prophezeiung besessen. Und soweit ich sehen kann, haben ihm ein paar weitere tausend Jahre der Besessenheit nicht gerade gut getan. Wir hätten ihm einen Zeitvertreib suchen sollen. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist, ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Das stimmt. Aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können, ohne Verdacht zu erregen. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Sie ist auf der anderen Seite der Burg. Gehen wir. Bevor Vater von der Prophezeiung besessen war, verbrachten Mutter und ich ziemlich viel Zeit zusammen. Sie war sehr stolz auf ihren Alchemistengarten im Innenhof der Burg und brachte mir einiges über den Anbau hochwertiger Zutaten bei. Wir waren wie beste Freunde. Ich erzählte ihr immer alles, ohne zu zögern. Es kam alles sehr plötzlich. An einem Tag sind wir noch eine normale Familie, am nächsten erkenne ich uns nicht wieder. Wenn ich Mutter im Garten besuchen wollte, schickte sie mich fort, weil sie zu viel zu tun hatte, sagte sie zumindest. Sie muss in diesem Garten irgendetwas ausgeheckt haben. Ich hoffe, sie hat uns einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort hinterlassen. Das ist eine lange Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen etwas weiter ausholen, ganz an den Anfang. Wisst ihr, wie der Vampirismus entstanden ist? Der erste Vampir wurde von Molag Bal erschaffen. Sie war
keine Freiwillige, aber sie war dennoch die Erste. Molag Bal ist ein mächtiger Dedra-Fürst und sein Wille erschafft die Realität. Jenen, die sich ihm unterwerfen, verleiht er noch immer das Geschenk. Aber sie müssen erst ihre eigene Macht demonstrieren, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Zeremonie war erniedrigend. Daran möchte ich nicht zurückdenken. Aber wir alle nahmen daran teil. Sicher kein Spaß für die ganze Familie, aber etwas, das man wohl tut, wenn man sich einem Dedra-Fürsten weiht. Nun, ihr habt die meisten von uns getroffen. Mein Vater ist nicht gerade sehr ausgeglichen. Schließlich hat er meine Mutter mit in den Wahnsinn gerissen. Und für mich endete es mit einer unterirdischen Gefangenschaft. Wer weiß wie lange. Alles in allem eine wirklich düstere Geschichte. Das werde ich. Gib mir nur etwas Zeit. Ja? Was wolltet ihr? Ich gar nichts. Wir wollten erstmal nur ein bisschen schlafen und noch was essen. Ja, uns gehen die Vorräte nämlich so langsam aus. Und unser Feuer verschwindet. Erstmal gucken, wo ich da irgendwo reinkomme. Ich jetzt nicht glaube, dass das hier so geht. Das muss irgendwo hier einen Nebeneingang geben. Ach, guck mal, hier sind unsere Kisten. Was? Was hat sie gesagt? Ich habe nicht so, hab's nicht verstanden. Die Burg sieht schon hier unten so groß aus. Ich meine, sie ist ja schon groß, aber sie wird einfach noch größer. Woher seid ihr gekommen? Wenn es jetzt nur Skelette sind, dann ist das kein Problem eigentlich. Yeah, einen noch, dann haben wir die 100 erreicht. Eigentlich müsste ich auf den anderen Stein wieder gehen. Das mit dem Krieger verbessern. Junge, stirb doch einfach. Meine Güte, war der jetzt nervig. Dann darf ich wetten annehmen, wer von euch schneller ist? Ich weiß noch, wie man kämpft. Hatten wir geschafft. Der Köter lebt immer noch. Was ist denn jetzt kaputt? Warum greifen die mich denn jetzt an? Strange. Das ist jetzt aber creepy gewesen. Warum haben die mich jetzt angegriffen? Wer ist da? Und warum kann ich nicht schneller laufen? Wusste ich doch. Hallo Spiel?
Irgendwie, ja, Skarmir hat wieder so eine 5 Minuten, glaube ich. Da muss man eine ganze Weile fahren. Du kannst auch nach Aldi fahren. Keine Sorge, ich bring dir was mit, wenn ich von der Arbeit komme. Bei uns verhungerst du schon nicht. Ich kann ja auch kochen, also so ist es nicht. Alter, warum hält die so viel aus? Alter Falter. Tagebuch vermengt. Das stimmt. Jetzt haben wir irgendeinen Edeka, aber da gehen wir nicht hin, weil der halt zu teuer ist. Das sagen wir mal so. Jetzt nach, wer ist da? Jetzt nach was? Nun aus! Nach links oder was? Oh, guck mal, da sind sogar noch Spitzen drin. Halt doof, wenn du so kleine Räume hast und dann versuchst gegen die zu kämpfen. Ja. Guten Hunger oder so. Ja, da sind die ziemlich eigen, das stimmt. Aber sagen wir so, wir fahren halt auch nicht mehr nach Lidl. Weil für uns ist der einfach zu weit weg. Deswegen lohnt es sich für uns auch nicht nach Lidl zu fahren. Okay, das funktioniert nicht. Wenn Sie sehen, sehen Sie nichts. Erst ist es total dunkel, jetzt ist es total hell. Ich sag mal so, aber so ein Lidl ist immer bisher größer gewesen als ein Kaufland, wo wir momentan hinfahren. Weil da ist einfach, wenn du da irgendwo was haben willst und da steht einer schon mit seinem Wagen, du hast keine Möglichkeit da durchzukommen. Was ist er denn hier noch? Ich glaube, hier war gar nichts mehr, ne? Autsch.
gebe aber ihnen noch. Das sind diese Fallen. Ja, was wolltet ihr? Gar nichts, frag mich doch nicht andauernd. Meine Güte, ist das schlimm. Das war auch irgendwie mit einem Rätsel, glaube ich, verbunden, ne? Ich glaube, da musste man irgendwas suchen oder so. Wo ist er denn jetzt? Was ist hier nur geschehen? Alles ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus. Als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Dieser Weg führte zur großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein nach versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Dieser Garten gehörte meiner Mutter. Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Wartet. Ach, da müssen irgendwie Platten oder sowas rein, meine ich. Da war nämlich irgendwie was. Etwas stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Einige Teile fehlen und das Ziffernblatt ist schief. Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Ja, aber ich kann sie auch nicht untersuchen. Ich kann darauf hochlaufen, toll, das ist aber das Einzige, aber untersuchen kann ich es nicht. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr steht. Ach, warte mal, dann müssen wir jetzt die Teile finden, ne? Nicht ausgekühlt, ach, das ist doch so dumm. Da haben wir doch einen. Dann ist die Frage, wo kommt der rein? Nicht das Richtige? Ja, hast du doch gerade gesagt. Was an dieser Monduhr stimmt nicht. Nicht jetzt untersuchen? Nein. Das heißt, wir müssen erst die Teile finden. Noch eins? Ich meine, 4 Stück wären das gewesen. Haben wir schon mal 3? Oder waren das mehr? Da kommt nichts rein. Ach nee, ich glaube, das waren schon alle. Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's. Achso, er speichert gerade, okay. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen können. Ja, das weiß ich auch nicht. Deswegen, man muss mit allen rechnen. Wenn ich irgendwas kochen, habe ich irgendwas in der Tasche, was ich kochen könnte. Mir geht so langsam nämlich das Essen aus. Ja. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Yeah.
Hier Licht anmachen, damit man was sieht hier. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Ja, ich will mal gucken, ob es hier noch was zu spachteln gibt. Aber selbst wenn, wäre es wahrscheinlich nicht mehr gut. Das wäre schon längst vergammelt. Das sind zwei von denen, ist nur einer. Ja, toll, das hätte ich mir schenken können. Lass die einfach mal machen, während ich hier gerade gucke. Warum stehst du denn noch? Warum fragt ihr eigentlich jedes Mal, ob wer da ist? Oh, der Gargoyle, der könnte gleich interessant werden. Gegen den müssen wir doch hundertprozentig kämpfen.
Hab ich doch gesagt. Woher seid ihr gekommen? Der war jetzt aber relativ einfach. Hier komme ich aber nicht durch. Ach doch. Was bringt mir nichts? Es bringt mir doch nichts. Wer ist da? Gut, nun aus! Oh, die sind ja noch gar nicht alle befreit hier. Warum steht überhaupt eine Leiter? Oh, jetzt habe ich zwei gepult. Wo ist mein Posti? Ah, jetzt kannst du wieder nicht da angreifen. Achso, jetzt haben wir noch einen dabei. Was ist mit dir? Königliche Vampirrüstung. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ein Geheimgang? Ist da doch irgendwas mit dem Gargoyle hier?
Oder vielleicht einen Kerzenständer bewegen? Ja, das ist doch klischeehaft. Nein, Klischee! Intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Und was ist das hier? Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Ich wusste ja nicht einmal, dass ihr Labor überhaupt existiert. Sie hatte ein Alchemielabor in ihrem Gesellschaftszimmer, aber nichts, was an das hier auch nur im Geringsten herankommt. Wenn ich mir die Gerätschaften und Zutaten so ansehe, sieht das aus, als hätte sie an ihren Totenbeschwörungsfähigkeiten gearbeitet. Ich weiß es nicht. Sicher nicht Langlebigkeit. Das wäre Zeitverschwendung für einen Vampir. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt. Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Ich erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt ihr es finden. Was ist los? Wo soll denn das Tagebuch denn liegen? Habe ich das irgendwo markiert hier? Nee. Sucht weiter nach ihren Notizen. Sie hatte bestimmt ein Tagebuch oder etwas in der Art. Ja, das suche ich ja gerade, aber ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich glaube, ich habe auch falsch geguckt. Aber wer würde sein Tagebuch irgendwo reinstellen? Das ist doch.
Habe ich das jetzt nicht mitgenommen? Doch. Hattet ihr schon Glück? Ja, bleibt doch mal hier. Ach ja, lasst sie mich sehen. Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Seelensplitter, Knochenmehl und Salz der Leere. Knochenmehl. Ich weiß aber nicht, wie viel. Guck mal, Seelensplitter hat schon mal gezählt. Das heißt, das haben wir dann schon mal. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Vampirstab? Nein, ich suche gerade noch. Ich will noch zwei Stück. Als der Leere. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch feines Knochenmehl. Müsste ja hier irgendwo sein. Ach, da eine Schale. Gebt die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Dann überlasst alles Weitere mir. Seid ihr bereit? Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Gut, dann mal los. Beim Blut meiner Ahnen. Sie hat es tatsächlich geschafft und einen Zugang zur Seelengruft geschaffen. Unglaublich. Ich komme da nicht durch. Alles in Ordnung? Es hat sicher wehgetan. Wenn ich genau darüber nachdenke, hätte ich wohl damit rechnen müssen. Tut mir leid. Das ist nicht leicht zu erklären. Das Seelengrab ist, nun, wie soll ich sagen, hungrig. Es versuchte, euch eure Lebensessenz zu entziehen. Als Bezahlung. Vielleicht doch, aber ich glaube, die Lösung wird euch missfallen. Vampire zählen nicht zu den Lebenden. Ich könnte vermutlich problemlos hindurchgehen. Ist vermutlich nicht eure erste Wahl, oder? Vielleicht. Wir könnten den Wegzoll natürlich auch auf andere Weise entrichten. Wenn es eine Seele will, dann soll es eine haben. Eure. Meine Mutter hat mir ein paar Tricks beigebracht. Ich könnte nur einen Teil eurer Seele mit Seelenfalle einfangen und den resultierenden Seelenstein den vollkommenen Meistern präsentieren. Es könnte reichen, um sie zu befriedigen. Es würde euch auf unserer Reise durch das Seelengrab etwas schwächen. Aber das könnten wir beheben, wenn wir einmal im Innern sind. Vielleicht. Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen besseren Weg für euch. Einen einfacheren. Ihr sollt aber wissen, dass ich euch nicht weniger schätzen werde. Ganz gleich, wie eure Entscheidung ausfällt. Manche Dinge müssen eben einfach erledigt werden.
Niemand weiß das besser als ich. Habt ihr euch entschieden? Seid ihr sicher? Ich kann es gerne machen, aber ihr solltet euch das gut überlegen. Ihr bleibt sterblich, aber ihr werdet euch geschwächt im Seelengrab wiederfinden. Ich weiß, dass das nicht leicht für euch ist. Ich hoffe, ihr vertraut mir. Ich würde nie etwas machen, das euch wehtun könnte. Ich danke euch. Dann lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Ich verspreche, es so schmerzlos wie möglich zu machen. Haltet still. Das ging ja fix. Man sollte meinen, dass sich ein Vampir hier wie zu Hause fühlt, aber es täuscht. Ich muss einfach meine Mutter finden und schleunigst von hier verschwinden. Weil ich glaube, hier gab es nämlich noch mehr, ne? Gab es nicht noch das Pferd? Lebt ihr? Ich halluziniere wohl. Gab es doch noch hier, ne? Mal gucken, dass wir es auf jeden Fall kriegen, weil dann habe ich eigentlich mein Pferd, wo du es dann beschwören kannst, glaube ich. Was war das? Weil nämlich hier waren nämlich ein paar Missionen, die man machen konnte. Bitte. Mach diesem Elend ein Ende. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich muss erst mal gucken hier. Ich meine, von irgendjemandem bekamen wir, glaube ich, die Quest, dass wir es finden sollten. Wusstet ihr, dass ich einmal Elsweyr bereist habe? Was für ein seltsamer und wundervoller Ort. Okay. Ja, bei mir ist das auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß aber, dass man den, dass man ein Pferd bekommen konnte, wenn man es findet. Hat irgendwas mit einer Questreihe, glaube ich, zu tun. Welches Datum haben wir? Welches Jahr? Ja, welches? Ihr müsst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Arvak, mein Ross. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich flehe euch an. Ein Ort wie dieser verändert einen. Arvak! Arvak, wo bist du? Arvak, bitte komm zurück! Komm zurück! Ein Schädel, genau. Das war das, glaube ich. Wo ist die Quest jetzt hier? Das muss man nämlich auch mal. Aber ich glaube, man hatte keine Karte im Seelengrab, ne? Naja. Das war nämlich das Problem. Man hatte keine Karte. Das heißt, wir wissen nicht, wo der Schädel ist. Nur, dass es hier irgendwo einen gibt. Ich weiß aber auch nicht, welcher Fall das ist. Ob das jetzt von dem Pferd ist oder von der Mutter von Serena. Müssen wir mal gucken. Also ich will das Pferd auf jeden Fall haben. Aber ich glaube, das ist eher die Stelle, wo wir zu ihrer Mutter gehen gerade. Ich wollte gerade sagen, was liegt hier? Ein Drache?
Er sagt, das ist ihre Mutter. Ich komme aber auch nicht durch. Wo ist die denn jetzt hier? Ach, da kommt sie gerade. Mutter? Mutter? Beim Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten, um alles ins Reine zu bringen. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr, tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Ich stehe doch schon hier. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfindet? Ich hoffe, Dankeschön. Ihr habt nicht die Absicht, euch als Serranas Beschützer auszugeben, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Diese Worte von jemandem zu hören, der seinen Lebensunterhalt mit dem Töten von Vampiren verdient, lässt mich daran zweifeln, dass ihr aus edlen Absichten handelt. Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der zweiten Schriftrolle heißt es: Das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Es wurde von ihr erwartet, so wie es auch von mir erwartet wurde. Als Opfergabe für Molag Baal auserwählt zu werden, ist eine große Ehre. Sie hätte es nicht gewagt, eine solche Würdigung auszuschlagen. Manche nennen es auch das Reich von Molag Baal. Seine Heimat im Reich des Vergessens. Es wurde als Opfergabe für Molag Baal. So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Seranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Und wie genau gedenkt ihr, ihn aufzuhalten? Habt ihr mir nicht zugehört? Serana ist eine reinblütige Vampirin, genau wie ich. Meine Anwesenheit in Tamriel stellt ein ebenso hohes Risiko dar wie die ihre. Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere Not. Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampirjäger. Ihr seid hier, weil ihr uns für Abscheulichkeiten haltet. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Serana? Dieser Fremdling steht auf der Seite derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihm anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt.
Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana. Wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Guten Hunger. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Um Seranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Ja, seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so. Ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Hakons Vision ist eine Welt der ewigen Finsternis. Der Beginn einer Blütezeit für Vampire, die nie wieder die Tyrannei der Sonne fürchten müssten. Er übersieht aber, wie viel Aufmerksamkeit unsere Art auf sich ziehen würde, sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Sollte die ewige Nacht tatsächlich hereinbrechen, würden viele sich nicht damit abfinden. Sie würden Armeen zusammentrommeln und versuchen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung, bis auch der letzte Vampir zur Strecke gebracht und ausgelöscht wurde. So ist es. Auf diese Weise haben Vampire über Jahrtausende hinweg überlebt und nur so werden wir auch in Zukunft überleben können. Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes. Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht und musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine für mich unüberwindbare Barriere errichten. Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Ich weiß nur sehr wenig über sie. Sie sind mystische Wesen, die über das Seelengrab herrschen und es bis ins kleinste Detail kontrollieren, von seinem Gefüge bis hin zu seinem Erscheinungsbild.
Nun, manche Totenbeschwörer glauben, dass es sich um die kristallenen Strukturen handelt, die man überall im Seelengrab findet. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ich glaube, sie überschreiten das, was wir als körperliche Gestalt wahrnehmen. Womöglich waren sie einst körperliche Wesen, aber sie haben offensichtlich einen Punkt erreicht, an dem sie keine physische Gestalt mehr benötigen. Verbindungskanäle, über die die vollkommenen Meister mit ihren Untergebenen sprechen und sich an ihren Opfern laben können. Die Schwäche der vollkommenen Meister ist ihr unstillbarer Hunger nach reinen Seelen. Dieser Hunger ist der Grund für die Existenz des Seelengrabs und das einzige Druckmittel, das ein Totenbeschwörer beim Verhandeln mit ihnen einsetzen kann. Die Fähigkeit, mächtige, untote Wächter wie einen Atronarchen oder Daedra zu beschwören. Die meisten Totenbeschwörer, die töricht genug sind, sich auf einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzulassen, enden jedoch hier, als geerntete Seelen. Seid vorsichtig und passt auf meine Tochter auf. Ja, das machen wir gleich schon. Ich will mal kurz gucken, die haben wir jetzt mit drin. Ich will aber erst den Schädel suchen. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Weil die sind nämlich gelistet, die Torwächter, ne? Aber ich meine, der Schädel wäre irgendwo in der Nähe von den Torwächtern gewesen. Aber auch schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her, wo man das gespielt hat. Wenigstens ist der Schmerz verschwunden. Ist denn eine Seelenhülle? Ja, von hinten anschleichen ist nicht. So, jetzt musst du den Schild noch zurückbringen. Ich weiß jetzt aber nicht, wo der Typ ist. Du bist das nicht, oder? Ah, doch! Ihr habt ihn gerettet! Seine Seele ist frei. Ich kann es fühlen. So ein treues Tier. Lasst mich euch beibringen, wie man es herbeiruft. Er wird euch helfen, diesen verderbten Ort zu bereisen. Aber ich bin mir sicher, dass er an einem sonnigeren Ort viel glücklicher wäre. Lebt wohl. Und passt gut auf Arvak für mich auf. So ein edles Ross. Spielen? Ah, okay. Beschwörung müsste das, glaube ich, sein. Und da ist es doch. Lehrling! Da haben wir das direkt oben drin. Ja. Sehr schön. Können wir den Ion eigentlich auch benutzen? Können wir die Sachen nämlich abbreiten und dann brauchen wir da nicht Ewigkeiten hinlaufen. Aber der erste müsste hier irgendwo eigentlich sein. Ist das hier nicht so ein Turm? Hier da einfach mal gucken. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ist er schon weg?
Okay. Oh, was ist denn hier? Ein Bogen. Und Feuerpfeile, die so ein bisschen verbuggt sind. Das war trotzdem nicht die richtige Richtung gewesen. Typ denn hier? Bist du das oder? Hier mein Elementar kämpft gerade gegen irgendwas. Wer sitzt da hier oben drauf? Ein Drachenknochen. Nun aus! Ein Tschüss. Ach verdammt, er ist nicht ganz runtergefallen. Oh, hat der einen Damage gemacht. Macht der einen Damage, Alter. Nee, falscher Trank. Alter, hat der Schaden gemacht. Das war jetzt nicht gerade wenig. Okay, dann wieder runter. Wer ich? Oder was meinst du? Ist doch schön, wenn er runterfällt, dann brauchst du ihn nicht bekämpfen. Es ist aber dumm gelaufen, dass er natürlich jetzt nicht so runtergefallen ist, dass er komplett weg wäre. Ist er nur so runtergefallen, dass er ein paar Stufen unter uns war. Also war jetzt auch nicht so das Optimale. Weißt du ja nie. Spart uns so ein bisschen Zeit. Ich würde das nämlich ganz gerne heute noch mit dem Drachen mitnehmen, wenn wir es schaffen zeitlich. Aber morgen gibt es ja auch nochmal Skyrim, so ist es ja nicht. Nur Donnerstag nicht. Donnerstag ist wieder Fallout 4. Mich nur so ein bisschen stört, ist das halt mit dieser Karte hier. Denn du nie hundertprozentig weißt, wo du gerade hin musst. Du hast hier halt keine. Warte mal, Umgebungskarte haben wir doch, ne? Die haben wir doch. Aber es bringt mir, glaube ich, auch nicht viel. Ja. Und deswegen einfach mal in die Richtung reiten, mal gucken, was passiert. Und wir sind auch Level 47, ne? Also wir spielen jetzt in Anführungszeichen auf normal, aber der hat so einen Damage gerade rausgehauen mit seinem Angriff. Das ist schon nicht ohne. Na, reite doch mal schneller, Pferd. Müsste ja hier irgendwo der zweite sein. Will ich jetzt so tippen.
Autsch. Was schmeißt denn da mit Feuer? Wenn hier überhaupt irgendwas Wichtiges? Doch, Mann, beschwören. Mach mal Frosty lieber. Also müsste eigentlich. War das jetzt alle? Ich wollte gerade sagen, war das jetzt alle? Jetzt waren sie es alle. Mal eben schon speichern. Dann müsste das eigentlich der nächste Turm hier sein. Keine Ausdauer mehr. Der war easy. Der war wirklich easy jetzt. Mal gucken, wir hatten jetzt einen Bogenschützen, wir hatten einen Krieger, jetzt kommt bestimmt hundertprozentig ein Magier und dann bam, tot. Ich hasse Magier. Ich hasse Magier in diesen Spielen. So. Ach, und übrigens das mit dem, was ich dir ja gestern erzählt hatte, mit dem Team da, was du auf Twitch machen kannst, das geht übrigens nur, wenn du Partner bist. Und dann musst du erstmal ein Ticket erstellen und dann müssen die das wohl erstmal freischalten. Das kannst du nicht einfach so machen. Gestern nämlich noch nachgegoogelt. Ey, immerhin kannst du mittlerweile Affiliate werden, dass du überhaupt was bekommst auf Twitch. Das ist schon mal relativ viel. Konntest du bei YouTube damals auch relativ schnell, bis es geändert haben, weil sich halt so viele Leute noch so Fake-Accounts gemacht haben und dann einfach hochgepusht haben und dann natürlich Geld kassieren wollten, ne? Deswegen haben sie es damals wohl angeblich geändert. Ob es so stimmt, weiß ich nicht. Weil unser erster Gaming-Kanal, den wir hatten auf YouTube, da haben wir auch Geld mit verdient. War nicht viel, aber wir haben ein bisschen was bekommen. Ah, Junge, du stehst aber ganz schön lange hier. Oh, der Torwächter kommt. Oh, der Torwächter kommt. Oh, doch nicht. Zwei Hände hat er. Der hat den mal eben mit einem Hieb zerlegt. Das ist aber nicht nett. Ja, ich habe den nicht ganz getroffen mit meinem Angriff. Easy. Das wird euch eine Lehre sein. Die Barriere sollte jetzt verschwunden sein. Kehren wir um. Ah, gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal das Glück, dass einer von uns dann mal Partnerstatus erreicht. Kann man das ja immer noch machen. Aber das dauert halt relativ lange, bis du sowas schaffst, ne? Also. Deswegen. Mal gucken. Jetzt hier fest. Von 75 Leute überhaupt zu bekommen, ist schon echt relativ schwierig.
Vor allem, da muss das ja, glaube ich, im Durchschnitt von einem Monat wieder haben und das ist ja schon ziemlich schwierig. Also bei uns haben wir momentan so einen Durchschnitt von 2 bis 3 Zuschauern. Je nachdem, was wir spielen. Und es sind immer halt immer dieselben Leute, die auch immer wieder da sind. Das ist halt auch das Schöne. Ihr konntet alle 3 Hüter zerstören? Ich bin beeindruckt. Ja, bitte folgt mir. Haltet nach Durnevir Ausschau. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt, also wird er sicher nach dem Rechten sehen. Also noch sehe ich ihn nicht. Da ist er. Gut, nun aus! Komm her! Komm runter! Dein Viecher nervt dir gerade. Hau doch nicht andauernd ab! Bleib doch mal bei mir! Ich kann ihn nicht durchsuchen. Ah, okay. Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. In vielen Schriften, die über Durnevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln bezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn, die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Durnevirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Minuten? Stunden? Jahre? Ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Na los, sie führt uns zur Schriftrolle. Oh, da sind viele Bücher hier. Was wollt ihr? Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist.
Wenn es noch etwas gibt, was ich vor eurer Abreise tun kann, sagt es mir bitte. Also hat meine Tochter einige der Totenbeschwörungslektionen angewendet, die ich ihr beigebracht habe, wie? Keine Sorge, ich glaube, dass ich euch helfen kann. Die Essenz eurer Seele wurde in einem Stein gefangen. Als ihr mit Serana das Seelengrab betreten habt, wurde er den vollkommenen Meistern als Bezahlung gegeben. Ihr müsst einfach nur den Stein wiederfinden. Sobald ihr ihn berührt, wird die Essenz eurer Seele wiederhergestellt. Es gibt hier in der Nähe einen Opferaltar. Ich würde jede Wette eingehen, dass ihr den Stein, nach dem ihr sucht, dort finden könnt. Gibt es sonst noch etwas? Das könnte eure letzte Chance sein. Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalthafen. Sollte ich nach Tamriel zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Ich weiß eure Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen. Aber für mich zählt nur Serana. Ihr müsst versprechen, sie um jeden Preis zu beschützen. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer er auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Sie ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Je eher wir die Schriftrolle nach Hause bringen, desto schneller können wir uns um meinen Vater kümmern. Ja, aber nicht mal heute. Wir müssen jetzt noch den Stein finden. Ja, diese Essenz. Aber ich meine, der Drache taucht nochmal auf. Er kommt nochmal wieder. Ich muss erstmal gucken, dass ich aber hier rauskomme. Da. Warte mal, ist das überhaupt der Ausgang? Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Oder auch nicht. Kann ich da reinspringen? Ne, anscheinend nicht. Ich bräuchte mal eine Karte hier. Einfach mal auf die Karte gucken, ist doch einfacher. Ja, das ist jetzt das in der Mitte, ne? Ich müsste einfach dadurch. Auch nicht. Ne, weiter nach rechts rüber. Dadurch. Mit euch reden, Quanarin. Verflucht, nicht tot. Verdammt, für alle Ewigkeit in dieser Gestalt zu existieren. Gefangen zwischen Laas und Dinok, zwischen Leben und Tod. Ich glaube an Ehre unter erfahrenen Kriegern, und euer Ohr ist es wert, meine Worte zu hören. Meine Klauen schnitten durch das Fleisch zahlloser Feinde, doch auf dem Schlachtfeld wurde ich kein einziges Mal besiegt. Ich gebe euch daher den Ehrentitel Quanarin, was in eurer Sprache Sieger bedeutet. Eure Worte ehren mich sehr. Mein Wunsch, mit euch zu reden, entsprang dem Ergebnis unseres Kampfes, Quanarin. Ich möchte euch nur respektvoll um einen Gefallen bitten.
Unzählige Jahre habe ich das Seelengrab durchstreift. Gegen meinen Willen, den vollkommenen Meistern dienend. Davor war der Himmel von Tamriel meine Heimat. Ich möchte dorthin zurückkehren. Ich fürchte jedoch, dass meine Zeit hier nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ich bin mit diesem scheußlichen Ort verbunden. Wenn ich mich zu weit vom Seelengrab entfernen würde, würde meine Kraft schwinden, bis hin zu meiner vollständigen Auflösung. Ich werde euch meinen Namen anvertrauen und euch erlauben, ihn in Tamriel anzurufen. Ehrt mich auf diese einfache Art und Weise, und ich werde an eurer Seite als euer Grand Zemazin kämpfen, euer Verbündeter, und euch mein Tun lehren. Für euch ist es vielleicht trivial. Mir würde es sehr viel bedeuten. Ich benötige keine Antwort, Quanarin. Ruft einfach meinen Namen in den Himmel, wenn ihr glaubt, dass die Zeit dafür reif ist. Es gab eine Zeit, in der Tamriel meine Heimat war. Doch diese Zeit ist lange schon Vergangenheit. Die Dover beherrschten die Lüfte und wetteiferten um ihre Territorien, was schreckliche und schließlich tödliche Kämpfe zur Folge hatte. Das war ich. Aber anders als meine Brüder suchte ich nach ungewöhnlichen Lösungen, um meine Überlegenheit beizubehalten. Ich fing an, das zu erforschen, was die Dover Alok Delon nennen, die uralte verbotene Kunst der Totenbeschwörung. Die vollkommenen Meister versicherten mir, dass meine Kräfte ohnegleichen sein würden, dass ich Legionen von Untoten auferstehen lassen könnte. Als Gegenleistung müsste ich ihnen als Wächter dienen, bis zum Tode der einen, die sich selbst Valerica nennt. Ich entdeckte zu spät, dass die vollkommenen Meister die Täuschung der Ehre vorziehen und nicht daran dachten, mich aus meiner Verpflichtung zu entlassen. Sie besaßen die Kontrolle über meinen Geist, aber glücklicherweise konnten sie meine Seele nicht beherrschen. Frei? Nein. Ich habe hier zu viel Zeit verbracht, Quanarin. Das Seelengrab ist Teil dessen geworden, was ich bin. Ich kann Tamriel nie wieder ganz meine Heimat nennen. Sonst würde ich sicher umkommen. Meine einzige Hoffnung ist, dass ihr mir dort durch euren Ruf kostbare Momente schenken werdet. Ich denke, das werden wir hinkriegen. Ich muss nur mal eben gucken, wo ich den jetzt habe. Schreie. Ach, ich brauch die. Ich muss Drachenseelen holen. Ja, das kriegen wir dann aber hin, den zu holen. Der sieht sehr cool aus eigentlich. Aber wir müssen noch gucken, ob wir unser Splitterchen bekommen und dann werden wir auch aufhören. Ich muss nämlich gleich wieder arbeiten.
Ach, jetzt zeigt er mir nicht mal, wo mein Sehnsplitter ist, oder was? Das ist super. Ja gut, den jetzt zu suchen, macht jetzt wenig Sinn natürlich, ne? Ja gut, dann machen wir das anders. Dann speichere ich jetzt hier und würde sagen, wir sehen uns dann.